Ja. Ah, hier sind wir wieder. Redgomore 3 live dabei. Und wir haben gerade eben unsere Queste erledigt, Frau Mikula. Obwohl, nein, sie ist noch nicht ganz erledigt, aber lass uns erstmal von hier verschwinden. Gut, so. Okay, Leute, wie sieht es derzeit bei mir aus? Auf jeden Fall hatte ich jetzt eine ungefähr einwöchige Pause. Kann man schon fast sagen, einwöchige Pause, ja. Ich zocke immer so 2 Stunden am Stück. Und ja, das ist jetzt sozusagen ist mein 3. Tag, an dem ich zocke. Und habe schon am zweiten Tag, alleine am zweiten Tag habe ich schon 20 Videos geschafft. 21 Videos. Und muss sagen, ich bin bis jetzt ganz gut im Rennen. Ja. Also auf jeden Fall ist noch kein Ende in Sicht. Ich würde sagen, so 30 Tage oder so werden das auf jeden Fall noch sein, die ich hier zocke. Wenn es hochkommt. Ja, und wir befinden uns jetzt hier auf jeden Fall erstmal in der Metrostation. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wahrscheinlich Meteorita oder irgendwie so etwas in die Richtung. Und wir sind auch gerade im Begriff, diese wunderschöne Metrostation zu verlassen. Dafür müssen wir einfach nur hier rausgehen. Hier links, links, da rechts und so weiter. Okay. Ich hoffe, man kann auch alles ganz gut sehen. Bei mir sieht nämlich nicht alles ganz so rosig. Aber sieht ganz gut aus. Kann man nicht klagen. Gut, ab zurück nach Greenwich. Und von dort aus geht es direkt weiter zu einer altbekannten Stadt. Ja, ihr kennt sie alle, Megaton. Es tut mir leid, dass meine Stimme wahrscheinlich nicht ganz so rosig klingt, aber ich habe die letzten Tage an den Castle Crashers Let's Play gearbeitet und habe dort auch eine ganze Menge geredet, hatte eine LAN-Party, wir haben Call of Duty gezockt, zu viert Sabotage auf Shipment. Leute, ich kann euch nur eins sagen, spielt niemals zu viert auf Shipment Sabotage oder Suchen und Finden. Suchen und Einnehmen. Das macht die Seele kaputt. Okay. Es war wirklich seltsam. Plötzlich drehten die Ameisen durch. Die waren irgendwie völlig durchgedreht. War echt unheimlich. Gut. Ich wünschte, ich könnte Ihnen für Ihre Bemühungen etwas geben. Dann sind Sie jetzt wohl wieder weg und ich muss alleine über die Runden kommen. Meinen Sie das ernst? Hurra! Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich werde in meinem Haus auf Ihre Rückkehr warten. Vergessen Sie mich aber nicht. Tja. Papa hat immer von meiner Cousine Vera erzählt. Sie lebt Papa hat den Ort River City genannt. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Okay. Ich wünschte, ich wäre so ein Haudegen wie Sie. Aha. Schuss. Schussgeräusch. Ah, wir müssen jetzt nach River City. Oder was will er jetzt noch hier von mir? Ich hoffe, Sie haben ein Zuhause. Nee. Der will jetzt nichts mehr von mir. Okay, gut. Schauen wir mal bei unseren nächsten Aufgaben. Super. Wir gehen jetzt erstmal zurück nach Megaton, aber vorerst mal abspeichern. Ich bin so ein bisschen durch. Also nicht wundern, ich bin ein bisschen fertig. Megaton. Die Stadt der Träume, der Wünsche und
der Durchmiss. Okay, sehr schön. Ihm geht's jetzt besser, weil wir irgendwas getötet haben. Genau, die Atombombe haben wir entschärft. Und wir gehen jetzt erstmal zu Moira Brovin. Weil die so geil ist. Mann, Leute, ich muss mal. Wie sind denn diese heißen Klappen? Gut. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Und zwar können wir hier schon mal elektrische Leiter verkaufen. Und ansonsten noch eine Blechdose, eine Dachanzeige. Und, ich sollte vielleicht in nächster Zeit ein Kaffee mit Tracht ziehen. Aufbereitetes Wasser verkaufen wir auch, weil wir das nicht brauchen. Ameisenfleisch kann man unter Bedingungen auch verkaufen. 16? Nein. Moment. Davon 2. Ich kann auch rechnen. Ja, ich bin gut. So. Was hat sie denn hier noch an Munition? Ich habe gar nichts an Munition, stelle ich gerade fest. Ha, ha, ha. 10 mm? Sechs Millimeter? Laserpistole braucht eine Energiezelle, die brauchen wir aber nicht. Okay, und dafür können wir das Bleirohr hergeben. Jedenfalls auch die Pistole. Und auch diese Pistole. Der Schalldämpfer brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay, können wir noch was reparieren? Mal sehen. Ja, das können wir reparieren. Die können wir auch reparieren. Die Laserpistole. Die war ja vorhin schon mal kaputt, nicht wahr? Auch reparieren wir auch. Ne, das brauchen wir nicht. Obwohl, 6 Kronkorken machen wir einfach mal. So. Übles Nachtzeug müssen wir nicht reparieren, weil. Kein Plan. So, und jetzt holen wir uns ein bisschen wieder das Geld wieder zurück. Weil wir ja so geil sind. Dann verkaufen wir erstmal die Gleisnägel. Die Pfeile. Metro-Tickets können wir auch verkaufen. Cram, Fallobst. Feuerameisen, Nektar, alles weg, Junkfood. Was ist das denn? Schadensresistenz? Ne, das können wir auch. Nudeln. Nu-Cola. Radix und so weiter, das bleibt alles schön hier. Schmutziges Wasser, weg damit. Wissenschaft plus 10 behalten wir auch noch. Die Laserpistole kann auch weg. Okay, dann hatten wir schon mal das. Elektrische Leiter können wir auch loswerden. Und gebombt. Gute Jagd. Okay. Ich behalte sie im Auge. Lassen Sie mich bloß mit den Experimenten dieses verrückten Weibstücks in Ruhe. Dafür bezahlt man mir einfach nicht genug. Verrücktes Weibstück, ja, das trifft es ungefähr auf den Punkt. Hm.
Altmetall. Ja, was denn? Na, die? Na, sieh. Gut. Dann sollen wir ihn das ganze Altmetall wieder verkaufen. Und wir hauen von hier ab. Jetzt gehen wir weiter zu zur Megatron-Klinik. Denn hier wollen wir jetzt erstmal mit einem gewissen Professor, mit einem Doktor reden. Aber vorher ziehen wir noch das üble Nachtzeug an. Denn mit dem üblen Nachtzeug können wir besser sprechen und haben mehr Glück beim Sprechen. Speichern. Bisschen hin. Hoffentlich haben Sie Krebs. Irgendein Wichtigtuer aus dem Norden braucht einen OP und einen Computerfachmann. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann.